Hallo allesamt und weiter geht die Interview-Polonaise. Ich habe hier heute die beiden aktuellen und vor allem auch verantwortlichen Zeichner für das offizielle Design der Comic-Con hier in Frankfurt vor mir sitzen. Das wären einmal der Philipp Dörr und der Marc Uhlenhaut. Und die beiden sitzen hier vor mir und zeichnen auch schon fleißig. Ich habe hier einmal, das sieht aus wie eine Star Wars Stormtrooper-Version. Und einmal Batman und ein Vertreter der Turtles. Was genau macht ihr hier eigentlich? Wer seid ihr? Ja, wir sind Comiczeichner, arbeiten zusammen quasi unter meiner Agentur. Jeder, ich sag mal, auf seine Art und Weise mit seinem Stil, mag seinen markanten Stil, ich mit meinem markanten Stil und versuchen hier halt die Leute wieder mitzureißen und zu begeistern. Wie heißt denn deine Agentur und wo kann man euch finden? Was macht ihr so? Also die Agentur heißt Philipp Dörr Art & Agency. Das Konzept der Agentur ist ganz einfach. Wir schließen uns unter Künstlern zusammen, dass aber jeder was Individuelles hat und treten dann deutschlandweit, teilweise europaweit auf. Und des Weiteren fördern wir auch Talente. Das heißt, wenn wir Leute haben, die noch nicht so fit sind oder so, nehmen wir die in der Agentur auf. Bereiten die dann dementsprechend vor, dass sie dann irgendwann so fit sind, dass sie auch live sketchen können und irgendwann auch mal ja, sich ein paar Mäuse damit verdienen können. Ja, cool. Sucht ihr denn noch Leute? Ist es macht sinnvoll, euch ein bisschen Material zu schicken? Ja, wie gesagt, also für offen sind wir immer für Portfolios. Wir werten die dann aus und wenn uns die Leute dann was Ordentliches geschickt haben, werden wir uns dann auch möglichst zeitnah versuchen zu melden. Ist nicht immer einfach, nicht sauer sein, wenn es nicht direkt wird, aber wir suchen immer und ständig. Wunderbar. Wir sind ja heute auf der Comic-Con hier in Frankfurt und da, wenn ich es richtig verstehe, habt ihr das offizielle Artwork zu verantworten. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Das war eigentlich auch eine ganz lustige Aktion. Also wir haben den Auftrag oder die Anfrage reingekriegt und da habe ich Marc gesagt, ich sage, Marc, ey, pass auf, da muss schnell gehen, wir haben hier was, schaffen wir das? Dann hat er gesagt, jo, klappt, kriegen wir hin. Dann habe ich einen Pre-Sketch gemacht, habe den, glaube ich, 3-4 Mal überarbeitet, bis ich dann das Lining fertig hatte. Und habe das Lining dann Marc geschickt zum grafischen Digitalisieren und zum Ausarbeiten, wo er dann die ganzen Feinheiten gemacht hat, die ganze Koloration. Und das war dann im Endeffekt das Produkt. Ja, das sieht auch wahnsinnig fantastisch aus. Wer hat hier welchen Anteil gehabt? Da fragen wir mal den Marc. Marc, was hast du an diesem Artwork? Welchen Anteil von dem Artwork hast du zu verantworten? Na, also im Grunde war der Deadpool mal so eine Schnapsidee abends. Ja, was passiert, wenn Deadpool die Ohren von Batman abschneidet? Ja? Als absoluter Batman-Fan ist das natürlich nicht zulässig, ja. Aber wenn man das, wie das so ist, ja, wie das so ist mit Bier-Intus, ja, kommen solche lustigen Ideen. Und Philipp hatte die Idee für die Comic-Con, dass, weil die uns darauf angesprochen haben, ob wir das nicht gerne machen wollen. Und dann hat er die Idee, ja. Der passt ja super, Deadpool in Selfie-Optik und landet gerade in Frankfurt. Und da hat Philipp halt das wirklich vorgezeichnet und ich habe dann in meinem Stil digital über Photoshop das Ganze dann finalisiert. Ja. Lining, Farben und in kurzer Abstimmung innerhalb von einem Tag ist das dann runtergerissen worden. Auch alles hat auch funktioniert. Ja, wie sind deine ersten Eindrücke auch von den Leuten, die kommen? Was auch so die Anfragen, die du kriegst jetzt für Sketches, was sind deine ersten Eindrücke vom heutigen Tag? Na, wir sind ja gerade am Anfang. Erstmal gucken die Leute nur, ja. Freuen sich, was für schöne Bilder wir haben. Ja, generell sind diese Leute immer sehr ziemlich offen für sowas. Meistens geht das dann jetzt, wie spät haben wir es? 11 Uhr. Ich denke mal, in einer Stunde geht das erst richtig los. Da kommen die ersten Anfragen für Sketche. Und wenn einer angefangen hat, geht es meistens den ganzen Tag weiter. Okay. Ja, prima. Und dann vielleicht noch kurz zum Schluss, damit man sich auch mal einen Eindruck von eurer Arbeit machen kann. Wo kann man euch denn online finden? Auf Facebook? Wie ist die URL? Wie kann man mit euch in Kontakt treten? Genau, also meine URL wäre Facebook Marc Uhlenhaut Illustrator, ja, und Instagram wäre es Marc Blut. Und Philipp hat nochmal seine eigenen URLs, die er bestimmt jetzt sagen wird. Dann will der Philipp bestimmt auch noch kurz sagen, wo wir seine Agentur finden können und arbeiten von dir. Ja, einmal auf Instagram, einfach Philipp Dörr, aber OE und nicht mit Ö, ganz wichtig. Ja. Dann haben wir einmal www.philippdörr-agency.com.
Und die E-Mail-Adresse ist info@philippdoerr-agency.com. Auf Facebook bin ich auch zu finden unter Philipp Doerr PDAA. Müsste man aber alles weiter Verlinkungen oder beziehungsweise alle Weiterleitungen kriegt man über irgendeine Seite von uns. Alles klar, kriegen wir hin. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Viel Erfolg noch, vor allem viel Spaß und vielleicht sieht man sich ja noch mal auf ein Bierchen oder sowas. Ja, gell? Bis dann, tschö. Ja, danke, ciao.